Wir sind in Selden. Das ist quasi der Skiauftakt. Ich war zwar jetzt schon einmal fahren, aber jetzt so richtig mit Vanessa und meinem kleinen Spatz. Das hat schon ewig Tradition. Diesmal sind wir im Grünwald-Resort. Das kann ich euch nachher auch noch eine Runde normaler zeigen, also dass wir wirklich mal überall reinschauen. Aber jetzt wird erstmal noch fleißig gewuselt, ein bisschen gespielt und dann geht's ab auf die Piste. Was machst du da, Spatzi? Vanessa kümmert sich um unser leibliches Wohl. Ich bin trotzdem schon etwas ungeduldig und freue mich jetzt dann auch auf die Ski zu starten. Mein Kleiner hat neue Skischuhe, ich hoffe, der kommt klar, aber sie schauen so süß aus. Das sind jetzt schon die ersten richtigen Skischuhe. Davor waren es ja diese, ja, schon auch Skischuhe, aber halt nicht mit so richtig Schnallen. Wir sind die ersten Meter zur Gondel schon gefahren. Hat dir Spaß gemacht? Ja. Echt jetzt? Ja. Bist du auf der Schulter gewesen? Ja. Aber jetzt testest du auch selber dann, oder? Nein. Nur auf der Schulter? Ah, wir haben nämlich auch richtig schöne Ski für ihn. Aber er wird bestimmt mal selber testen wollen. Das sind die Ski von ihm. Wobei, die sind jetzt schon ganz schön groß. Meine. Vanessa kauft gerade noch die Skikarte, fragt, ob wir nur in Sölden fahren. Aber ja, wir fahren nur in Sölden. Schauen wir mal, worum es da genau gegangen ist. Nur in Sölden? Das ist groß genug für uns, Spatzi. Ist das deine Kamera? Ja, ist die cool? Ja. Da schießt du voll hübsch aus, so wie in echt. Die GoPro hat es ja immer ein bisschen verstellt und jetzt haben wir so eine richtige Vlogging-Cam am Start. Schauen wir mal, ob wir einen Unterschied sehen. Schreibt gerne, wenn es gut oder auch schlecht ist. Wir sind gespannt. Jetzt wird noch schnell das Ticket eingekauft. Ich habe ja die Tirol-Karte. Wir sitzen in der Gondel. Es hat tatsächlich ganz gut aufgerissen. Voll super. Und jetzt schauen wir mal, was uns oben erwarten wird. Vanessa hat noch ein bisschen Respekt. Nein. Ach so, nein. Na gut. Schaut mal, wie geil das einfach gerade ausschaut. Da scheint die Sonne ein bisschen durch. Der Schnee. Super schön. Schön, dass jetzt hier oben aufgerissen hat. Wow. Wir sind schon eine Runde gefahren. Aber das kann ich gerade nicht filmen, weil ich fahre mit dem Kleinen auf der Schulter. Und ja, was soll ich sagen? Nichts übertreiben. Spaß machen soll's. Muss ich aufpassen, dass er nicht abhaut. Hey Spatzi, du bist zu schnell. Du warst aber auch schnell hinterher. So schaut es aus, wenn ich ohne meinen kleinen Spatzi eine Runde fahre. Und ja, das Wetter hat dann doch wieder zugemacht. Das ist jetzt eben das Grünwald-Resort. Das gehört zur Panorama-Alm. Das empfiehlt sich natürlich besonders, wenn die Alm auch noch tatsächlich geöffnet hat. Wir sind jetzt leider ein Wochenende zu früh dran. Aber gut, das sieht jedenfalls mega schön aus, finde ich. Wie wir schlafen werden, können wir noch nicht beurteilen. Wir haben auf jeden Fall schon gut gespeist. Jetzt gibt's Kaffee, den muss man allerdings extra dazu kaufen, das Pad. Noch ein zweites Zimmer. Ui, was bist denn du für eins? Oh, das Handtuch. Der Zimmerservice ist auch sehr aktiv. Vielen Dank, Zimmerservice. Bitte. Gut gemacht. Ich brauch die Handtücher. Blick auf die Gondel liegt eben direkt an der Piste. Das ist Vanessas Bettchen. Die freut sich jetzt bestimmt. Und dann gibt es auch noch eine Sauna. Oh Gott, Luis. Frühstück, Tag 2. Bei uns brennt auch schon der Adventskranz. Und heute haben wir gute Sicht, wie es ausschaut. Schaut mal her. Im Kindergarten. Was ist im Kindergarten? Sind auch schon noch die... Also heute hat es echt absolutes Traumwetter. Ich hoffe, das bleibt so schön. Nur kalt ist es. Damit startet der Skikurs. Besser wie zu Fuß? Ja, da haben Skikurs auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Geht ihr gerne zu Fuß? Das stimmt. Alleine, weil die Kids eben nicht so ausgepowert vom Hochgehen sind, sondern mit dem Förderband fahren können. Jetzt hat es leider wieder ein bisschen zugezogen. Ich muss ehrlich zugeben, dass mein Kleiner nun mit 4 Jahren ganz anders auf den Schienen steht wie noch letztes Jahr. Und das eben viel besser ging zum Lernen. Jetzt hat er sich einmal in den Flug stellen lassen, hat sofort gecheckt, um was es eigentlich geht und konnte dann auch gleich so runterfetzen. Schaut mal, das ging einfach los, gleich mit einer Kurve. Ganz, ganz fest, ja? Als Skilehrerin hat er die Julia von der Skischule Hochsölden und die hat wirklich wahre Wunder vollbracht. Auch wenn nicht immer alles glatt gelaufen ist. Aber das ist ja menschlich und gerade witzig. Hier habe ich die beiden noch ein bisschen beim Üben gefilmt. Nachher bin ich ungefähr 50 Minuten selbst gefahren und es war unglaublich, was mein kleiner Spatz danach schon alles konnte. Aber seht später selbst.
Auch diesmal habe ich wieder ein paar Infos zu Sölden für euch. Übrigens hat es 3000er Gipfel in diesem Skigebiet und man kann auf 2 verschiedenen Gletschern fahren. Aber dazu gibt es ein eigenes Video von uns, das kann ich euch mal verlinken. Sölden ist ein Ferienort in den Alpen, der im Ötztal im österreichischen Bundesland Tirol liegt. Ja, das wussten wir, deswegen gilt ja auch die Tirolkarte. Die Skipisten sind über mehrere Liftanlagen erreichbar, darunter die moderne Gigi-Joch-Bahn. Ganz genau. Und an dessen Fuße ist unsere Unterkunft diesmal. Und das ist echt eine tolle Auffahrtsmöglichkeit, finde ich, weil gerade zum Schluss, falls die Panoramaalm offen hat, ist es noch ein mega Einkehrschwung mit super Stimmung. Lesen wir weiter. Die malerische Ötztaler Gletscherstraße führt am Rettenbach- und Tiefenbachgletscher vorbei. Auf dem Geislachkogel, dem Tiefenbachkogel und der Schwarzen Schneid, die allesamt über 3000 Meter hoch sind, bietet die Aussichtsplattform einen Panoramablick auf die Ötztaler Alpen. Und die seht ihr auch in unserem Video vom letzten Jahr, da hatten wir ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter. Diesmal bin ich nicht ganz so viel rumgekommen, aber umso erstaunlicher war es, was eben mein kleiner Mann schon alles gelernt hat in dieser kurzen Zeit. Obwohl ich nicht lange weg war, hat er mich mit den Worten "Ich hab dich vermisst" begrüßt. Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Und dann hat er nur noch eine letzte Abfahrt machen wollen. Und da habe ich aber schon sehen können, wie viel er wirklich gelernt hat. Richtig, richtig cool. Ich bin mir sicher, dass ich das nicht geschafft hätte in der kurzen Zeit. Weil klar, bei Mama ist man immer ein bisschen anders. Aber ich glaube auch, dass die Tipps und Tricks der Skischule einfach helfen. Weil die haben so viel Erfahrung und auch wenn ich selber auch Skilehrerin bin, ich bin eigentlich nie mit den kleinen Kindern gefahren. Da ist ein Profi-Skilehrer, der viel mit kleinen Kindern fährt, schon nochmal ganz anders versiert. Und dann macht es den Kids natürlich auch mehr Spaß, wenn sie schnellen Lernerfolg spüren können. Ich fand das wirklich so krass. Vom letzten Jahr konnte er einfach nichts. Also da konnte er weder bremsen noch eine Kurve lenken. Und jetzt innerhalb von einer Stunde hat er sowohl das eine wie auch das andere hingekriegt, wie wenn er noch nie was anderes gemacht hätte. Also wirklich super, super cool. Ich bin mir sicher, sein Alter spielt ein bisschen mit, aber eben auch die tolle Betreuung. Also ich bin Julia echt unendlich dankbar. Und ja, es war einfach nur cool zu sehen, wie gut er das gelernt hat. Jetzt geht's nochmal rauf, aber für uns mit dem Bock. Julio? Ja, nochmal. Stärkung nach dem Skifahren. Jetzt gibt's Pizza! Selbst gemacht natürlich. So schnell geht's dann immer. Die Talabfahrt hat leider nicht geöffnet. Für uns bricht aber jetzt trotzdem das letzte Frühstück an. Hier brennen jetzt schon 2 Kerzen. Aber heute ist schon der 2. Advent. Dann wird langsam hergerichtet. Und noch ein bisschen gespielt natürlich. Und letzten Tag alle. Letzten Tag alle. Oh. Pustest du die aus? Aber dann... Und ganz eventuell haben wir ein bisschen am Datum gedreht, aber nur vielleicht. Ja, und ansonsten müssen wir jetzt langsam zusammenpacken, leider. Es hilft nichts, aber ich glaube, es wird heute nochmal richtig gut, weil ich sehe Berggipfel und das ist nie ein schlechtes Zeichen. Seht ihr, was ich meine? Minimal windig und die Gondel läuft schon. Also zumindest, man hört, dass das Seil läuft, die wird vielleicht sogar schon eingehängt. Es ist jetzt noch nicht allzu spät. 7:20. Nochmal einen Tag später lief es einfach noch viel besser. Das ist ja auch der Trick bei der Sache, man muss immer drüber schlafen. Das ist nicht einfach nur ein doofes Sprichwort, sondern das hilft tatsächlich, Bewegungsmuster im Gehirn zu fixieren und einfach zu verarbeiten und abzuspeichern. Deswegen, ja, trainieren, aber dann auch wirklich drüber schlafen und am nächsten Tag geht es dann noch besser. Hast du es gut überstanden? Ja! Das war's auch schon wieder mit Sölden. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Da hängen schon die Sachen und hier ist noch ein bisschen was zum Verräumen. Der Rest liegt schon über der Heizung oder in der Waschmaschine. Damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und über einen Kommentar freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Bis zum nächsten Mal und eine schöne Advents- und Vorweihnachtszeit für euch. Tschüss! Naja, und PS, für alle, die es interessieren sollte, das wurde jetzt hauptsächlich, also zumindest nicht die Actionaufnahmen, aber der Rest mit dieser Kamera gefilmt. Ich weiß selber noch nicht, was ich davon halten soll. Ich freue mich jetzt schon aufs Schneiden, weil dann sehe ich mehr.